Modelltest 7. Hören Teil 1. Beispiel. Sie hören eine Nachricht im Radio. Das Sparkonto der Stadtbank Nürnberg für junge Leute. Bis zu 5% Zinsen. Sie können jeden Betrag einzahlen. Es gibt keine Mindestbeträge. Sie können jederzeit einzahlen oder auch abheben. Sie erhalten einfach eine Karte. Kein Sparbuch und haben direkten Zugang zum E-Banking. Wenn Sie nicht älter als 28 Jahre sind, immer gut bei Kasse sein wollen und bereits eine feste Anstellung haben, dann ist das genau das Richtige für Sie. Darüber hinaus bieten wir auch Darlehen für Studenten unter 28 Jahren. Wir helfen Ihnen bei Ihrem Studienbeginn mit günstigen Rückzahlkonditionen. Besuchen Sie uns einfach oder rufen Sie uns an. Ihre Stadtbank in Nürnberg. Das Sparkonto der Stadtbank Nürnberg für junge Leute. Bis zu 5% Zinsen. Sie können jeden Betrag einzahlen. Es gibt keine Mindestbeträge. Sie können jederzeit einzahlen oder auch abheben. Sie erhalten einfach eine Karte, kein Sparbuch und haben direkten Zugang zum E-Banking. Wenn Sie nicht älter als 28 Jahre sind, immer gut bei Kasse sein wollen und bereits eine feste Anstellung haben, dann ist das genau das Richtige für Sie. Darüber hinaus bieten wir auch Darlehen für Studenten unter 28 Jahren. Wir helfen Ihnen bei Ihrem Studienbeginn mit günstigen Rückzahlkonditionen. Besuchen Sie uns einfach oder rufen Sie uns an. Ihre Stadtbank in Nürnberg. Nummer 1. Sie hören eine Ansage im Zug. Guten Tag, verehrte Gäste. Wir begrüßen alle neu hinzugestiegenen Fahrgäste im ICE auf der Fahrt von Köln nach München über Mannheim, Stuttgart, Ulm und Augsburg. In unserem Speisewagen erwarten Sie heute ab 11.30 Uhr regionale und überregionale Spezialitäten aus dem schwäbischen und bayerischen Land. Geröstete Maultaschen mit frischem Salat oder Pilze in Rahmsoße mit Knödeln. Dazu eine Tortenauswahl aus Bayern und dem wunderschönen Schwabenland. Heute im Angebot unsere Spätlese, der französische Burgunderrotwein. Der Besuch des Speisewagens ist reservierungspflichtig. Melden Sie sich hierfür bitte bei Ihrem Zugpersonal. Das Bahnteam wünscht Ihnen eine gute Reise. Guten Tag, verehrte Gäste. Wir begrüßen alle neu hinzugestiegenen Fahrgäste im ICE auf der Fahrt von Köln nach München über Mannheim, Stuttgart, Ulm und Augsburg. In unserem Speisewagen erwarten Sie heute ab 11.30 Uhr regionale und überregionale Spezialitäten aus dem schwäbischen und bayerischen Land. Geröstete Maultaschen mit frischem Salat oder Pilze in Rahmsoße mit Knödeln. Dazu eine Tortenauswahl aus Bayern und dem wunderschönen Schwabenland. Heute im Angebot unsere Spätlese, der französische Burgunderrotwein. Der Besuch des Speisewagens ist reservierungspflichtig. Melden Sie sich hierfür bitte bei Ihrem Zugpersonal. Das Bahnteam wünscht Ihnen eine gute Reise. Nummer 2. Sie hören eine Werbung im Radio. Zu zweit durchs Leben. Kann es denn etwas Schöneres geben? Aktion für einsame Herzen. Bei uns findet ihr euren Traumpartner oder eure Traumpartnerin fürs Leben. Kostenlos. Keine Gebühren für die Datenaufnahme. Erste Partnervorschläge schon nach einem Tag. Ruft gleich an. 01805 24 83 373. Besucht auch unseren Datingbus am Valentinstag am Scheidplatz. Sitzplatzreservierungen sind über unsere Homepage möglich. Es besteht aber keine Reservierungspflicht.
Fahrkarten und das Tourprogramm erhaltet ihr dann beim Busfahrer. Die Abfahrtszeiten sowie die Fahrkartenpreise für den Bus erfahrt ihr auf unserer Dating-Homepage. Fahrt mit, es lohnt sich! Zu zweit durchs Leben. Kann es denn etwas Schöneres geben? Aktion für einsame Herzen. Bei uns findet ihr euren Traumpartner oder eure Traumpartnerin fürs Leben. Kostenlos, keine Gebühren für die Datenaufnahme. Erste Partnervorschläge schon nach einem Tag. Ruft gleich an 01805 24 83 373. Besucht auch unseren Datingbus am Valentinstag am Scheidplatz. Sitzplatzreservierungen sind über unsere Homepage möglich. Es besteht aber keine Reservierungspflicht. Fahrkarten und das Tourprogramm erhaltet ihr dann beim Busfahrer. Die Abfahrtszeiten sowie die Fahrkartenpreise für den Bus erfahrt ihr auf unserer Dating-Homepage. Fahrt mit, es lohnt sich! Nummer 3. Sie hören eine Ansage auf Ihrem Anrufbeantworter. Hier ist Beate. Es ist so schönes Wetter heute und die Kinder wollten in den Tierpark. Also habe ich mir überlegt, ob wir nicht gemeinsam in den Tierpark nach Friedrichsfelde fahren. Da ist heute nämlich großes Programm angesagt, die 50-Jahr-Feier des Parks. Es gibt ein großes Programm ab 10 Uhr mit Musik, Kaffee, Spiele für die Kinder und die ganz Kleinen können das Schafgehege besuchen. Das Wildrehgehege kann außerdem mit einem Kleinbus befahren werden. Die Adlershow findet allerdings heute nicht statt. Also, überlegt es euch und ruft zurück. Wir fahren so gegen 10.30 Uhr los. Hier ist Beate. Es ist so schönes Wetter heute und die Kinder wollten in den Tierpark. Also habe ich mir überlegt, ob wir nicht gemeinsam in den Tierpark nach Friedrichsfelde fahren. Da ist heute nämlich großes Programm angesagt, die 50-Jahr-Feier des Parks. Es gibt ein großes Programm ab 10 Uhr mit Musik, Kaffee, Spiele für die Kinder und die ganz Kleinen können das Schafgehege besuchen. Das Wildrehgehege kann außerdem mit einem Kleinbus befahren werden. Die Adlershow findet allerdings heute nicht statt. Also, überlegt es euch und ruft zurück. Wir fahren so gegen 10.30 Uhr los. Nummer 4. Sie hören eine Nachricht im Radio. Gestern Abend brannte es in einer Spielwarenabteilung. Der Brand wurde wahrscheinlich durch einen Kurzschluss ausgelöst. Das Feuer entfachte schnell und breitete sich über die Lagerhalle aus. Nach Angaben der Polizei sei niemand schwer verletzt. Nur der Hausmeister erlitt durch den starken Rauch Atembeschwerden und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf über 500.000 Euro. Das Spielzeug wird aber in den nächsten Tagen pünktlich an die Spielwarengeschäfte im Kreis Böblingen ausgeliefert. Der Nachrichtensprecher der Firma meint, dass die neuen Produkte noch kurz vor Weihnachten in den Regalen stehen werden. Gestern Abend brannte es in einer Spielwarenabteilung. Der Brand wurde wahrscheinlich durch einen Kurzschluss ausgelöst. Das Feuer entfachte schnell und breitete sich über die Lagerhalle aus. Nach Angaben der Polizei sei niemand schwer verletzt. Nur der Hausmeister erlitt durch den starken Rauch Atembeschwerden und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf über 500.000 Euro. Das Spielzeug wird aber in den nächsten Tagen pünktlich an die Spielwarengeschäfte im Kreis Böblingen ausgeliefert. Der Nachrichtensprecher der Firma meint,
dass die neuen Produkte noch kurz vor Weihnachten in den Regalen stehen werden. Nummer 5. Sie hören eine Ansage auf Ihrem Anrufbeantworter. Hallo Renate, hier ist Vicky. Wir sind noch im Krankenhaus, aber mach dir keine Sorgen. Klaus ist stabil. Der Arzt meint, dass es ihm ab morgen wieder besser geht. Er muss den Mofa-Fahrer völlig übersehen haben. In letzter Minute hat er versucht, mit seinem Auto auszuweichen. Dabei hat er ein parkendes Auto gerammt und ist mit dem Kopf auf das Lenkrad geknallt. Also mach dir keine Sorgen. Ab morgen kannst du ihn besuchen. Er liegt auf Zimmer 208 im zweiten Stock. Hallo Renate, hier ist Vicky. Wir sind noch im Krankenhaus, aber mach dir keine Sorgen. Klaus ist stabil. Der Arzt meint, dass es ihm ab morgen wieder besser geht. Er muss den Mofa-Fahrer völlig übersehen haben. In letzter Minute hat er versucht, mit seinem Auto auszuweichen. Dabei hat er ein parkendes Auto gerammt und ist mit dem Kopf auf das Lenkrad geknallt. Also mach dir keine Sorgen. Ab morgen kannst du ihn besuchen. Er liegt auf Zimmer 208 im zweiten Stock. Hören Teil 2. Sie sitzen in der Maschine auf dem Weg nach Korsika und hören die Ansage. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord dieses Airbus A321 auf unserem Flug nach Korsika. Mein Name ist Sabine Segers und ich bin heute Ihre verantwortliche Flugbegleiterin auf diesem Flug. Im Namen von Kapitän Rainer Koch und unserer ganzen Bordbesatzung wünschen wir Ihnen einen schönen und angenehmen Flug. Bevor wir Ihnen den kurzen Videofilm mit den Sicherheitsvorkehrungen zeigen, möchten wir Ihnen noch mitteilen, dass dies ein ganz besonderer Flug ist, denn unser Kapitän Rainer Koch fliegt heute zum letzten Mal für unsere Fluggesellschaft, bevor er in den wohlverdienten Ruhestand geht. Er hat 40 Jahre für unsere Fluggesellschaft gearbeitet und in den letzten 4 Jahrzehnten verschiedene Flugzeugtypen, wie zum Beispiel auch diesen Airbus A321 geflogen. Rainer Koch ist eine faszinierende Person und hat jeden Menschen mit einem freundlichen Lächeln begrüßt. Er war für viele Piloten unserer Airline auch als Flugtrainer tätig. Er hat als Fluglehrer unserer Flugschule in den 90er Jahren die neuen Piloten ausgebildet. Außerdem wird unser Pilot Rainer Koch heute 60 Jahre alt und dazu möchten wir ihm recht herzlich gratulieren. Für diesen großen Tag und das doppelte Ereignis hat sich unsere Fluggesellschaft in Kooperation mit der Flugsicherheitskontrolle Frankfurt etwas ganz Tolles ausgedacht. Sie werden in Kürze erleben, wie man in der Fliegerwelt Abschied von Piloten nimmt. In Frankfurt wird unser Flugzeug zuerst durch die Feuerwehrlöschfahrzeuge zum Abschied mit Wasser bespritzt. Danach wird sich der Kapitän höchstpersönlich von dem Flughafen und dem Tower verabschieden, indem er nach dem Start in der Luft die Flügel der Maschine 3-mal bewegen wird. Das heißt, dass es gleich nach dem Start ein paar Mal wackeln wird und Sie 3-mal die Flügel nach rechts und sofort nach links bewegen sehen. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist für die Maschine und deren Sicherheit überhaupt nicht gefährlich. Die Maschine ist für weitaus extremere Situationen ausgestattet. Wir haben die Erlaubnis bekommen, auch einmal eine Runde über Frankfurt zu drehen.
Und das machen wir im Tiefflug. Das heißt, wir werden in einer Höhe von ungefähr 1000 Metern über die Rhein-Main-Metropole fliegen. Genießen Sie mit uns diese einmaligen Momente und Bilder. In Korsika angekommen, darf der Kapitän einmal in 15 Metern Höhe über die Landebahn fliegen, ehe wir landen. Das nennt man in der Fliegersprache einen Low-Pass. Das bedeutet, Sie werden in einer Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde über die Landebahn fliegen, dann drehen wir zwei Kurven, bevor wir endgültig landen. Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden pünktlich in Ajaccio ankommen. Hören Teil 3. Sie sind an einer Bushaltestelle und hören, wie sich ein Mann und eine Frau über eine Reise unterhalten. Hallo, Natalie. Servus, Georg. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Mensch, erzähl. Wie war es im Urlaub? Ja, irre. Marie und ich sind ja letzten Montag nach Mykonos geflogen. Und wir hatten super Wetter. Wir sind morgens um 8 im Regen abgeflogen und sind auf der griechischen Insel so gegen Mittag angekommen. Von der Maschine habe ich das blaue Meer gesehen. Schon richtig einladend. Echt? Ja, und dann sind wir ins Hotel gefahren. Ich habe sofort meine Badesachen angezogen, habe mir mein Handtuch und das Sonnenöl geschnappt und bin direkt ans Meer gegangen. Es war umwerfend. Das Meer, die netten Menschen, die Sonne. Und Marie? War sie nicht dabei? Na. Sie wollte ja ihren Traummann finden, den sie auf der Tourismusmesse kennengelernt hatte. Ach ja, Kostas, von dem schwärmte sie ja so sehr. Sie hat sich ja direkt in ihn verliebt und musste ihn unbedingt sehen. Als wir im Hotel waren, hat sie nach seinem Restaurant gefragt. Du weißt ja, er führt ein Unternehmen auf der Insel. Das hat sie dann auch schnell herausgefunden, aber... Aber? Kostas war gar nicht da. Er war bei seinem Bruder in Athen. Also musste sie warten, bis er vom Festland wieder zurückkam. Da muss sie sich ja sehr geärgert haben. Sie war sehr traurig. Aber ich habe ihr gesagt, dass das ja nicht auszuschließen war. Denn Kostas wusste nicht, dass sie kommt. Gott sei Dank war er aber im übernächsten Nachmittag schon wieder auf der Insel. Das erfuhr sie dann über den Empfangschef des Hotels, weil beide sehr gut befreundet sind. Wir planten daraufhin ein Abendessen im Restaurant. Hat sie ihn dann endlich getroffen? Kostas war sprachlos. Sie rannte in seine Arme. Ich glaube, ich war so froh, dass sie ihn endlich sah und ehrlich, mir kamen die Tränen. Rührend. Wie habt ihr denn den Rest eures Urlaubs verbracht? In den darauffolgenden Tagen hat uns Kostas die Schönheiten der Insel gezeigt. Unberührte Buchten und glasklares Wasser. Wir waren auch auf einer Nachbarinsel mit dem antiken Orakel und den Palästen. Einfach traumhaft. Wow, nicht schlecht. Und jetzt seid ihr wieder hier zurück im Alltag. Wieso wir? Na, nur ich. Denn Marie hat sich noch ein paar Tage Urlaub genommen und ist auf Mykonos geblieben. Hören Teil 4. Der Moderator der Sendung Aktuell diskutiert mit Bettina Wedel, Leiterin der Deutschen Flugsicherung, und Michael Krutschke, Vorstandsvorsitzender der Low-Cost-Airline Schnellflug GmbH, zum Thema Billigfluglinien gegen Linienfluggesellschaften. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell.
In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage Billigfluglinien oder Linienfluggesellschaften. Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Frau Bettina Wedel, Leiterin der Deutschen Flugsicherung in Frankfurt, und den Vorsitzenden der Low-Cost-Airline-Schnellflug GmbH, Michael Krutschke. Die Bundesbürger sind ja Spitzenreiter beim Reisen. Und nach Angaben des Statistischen Bundesamtes fliegen immer mehr Passagiere mit Billigfluglinien. Frau Wedel, warum? Das liegt zum einen an dem starken Interesse der Bundesbürger am Reisen, aber auch an den hohen Kosten der großen Fluglinien. Und der Bürger möchte eben günstig fliegen, das ist doch klar. Richtig, unser Motto ist, bring den Gast zum bestmöglichsten Preis an seinen gewünschten Ort. Wir würden auch nicht mehr Geld verlangen, nur um einen höheren Profit zu erzielen. Naja, ich möchte Ihr Vorhaben nicht schlecht machen, aber das Geld, das die Airlines ausgeben, wird ja in erster Linie für die Sicherheit ausgegeben und dies hat eben höchste Priorität. Ist das bei Ihnen gewährleistet? Wer hat denn gesagt, dass wir uns nicht für die Sicherheit einsetzen? Ich bitte Sie, das ist doch lächerlich. Wir haben die jüngste Flotte in Europa und fliegen ausschließlich mit den besten Flugzeugtypen. Warum sollten wir den Gästen keine Sicherheit bieten? Welche Airline tut das bitte? Frau Wedel, Sie sprechen da etwas an, wovon viele Menschen nichts wissen. Könnten Sie uns das etwas näher erklären? Die Airlines haben bestimmte Ausgaben, wie zum Beispiel Spritpreise, Flughafenmieten für Parkpositionen, Gehälter, aber es werden auch Summen an Gelder für die Sicherheiten ausgegeben. Die Maschinen werden täglich gewartet, damit die Passagiere sicher fliegen können. Das passiert bei Billigfluglinien nicht in demselben Maße. Unsere Airline besteht schon seit 7 Jahren und wir haben nie einen Vorfall gehabt. Geschweige denn einen Unfall mit Verletzten, ja sogar Toten wie bei anderen Airlines. Warum gibt es dann diesen Streit zwischen den Airlines? Wir sind doch auf einem freien Markt. Ist das nicht fairer Wettbewerb? Laut Meldungen der Flugsicherheitskontrolle machen diese Fluglinien das wenige Nötigste, haben aber trotzdem laut Gesetz die Erlaubnis zu fliegen. Außerdem fließt bei solchen Fluglinien das Geld durch andere Ressourcen wieder herein. Wenn man zum Beispiel Übergepäck hat oder wenn man seine eigene Bordkarte nicht ausgedrückt hat, dann gibt es Preisaufschläge, die den gesamten Betrag in die Höhe steigen lassen. Dieses Geld fließt aber in die Kassen der Airlines, nicht in die Sicherheit. Wenn Sie mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen, haben Sie dieselben Abgaben am Flughafen. Für Übergepäck zahlt man einfach mehr. So ist das festgeschrieben. Eine Airline würde nie verlangen, Bordkarten auszudrucken, würde nie viel Geld für ein Übergepäck verlangen und drückt schon mal ein Auge zu, wenn der Koffer 1 Kilo mehr wiegt. Warum machen Sie das Gegenteil? Das ist einfach. Je mehr Koffer ich habe, desto mehr Sprit verbraucht man in der Luft. Kerosin ist seit den Konflikten im Nahen Osten nicht mehr billig. Aber für Kosten, die man nicht verschuldet, sollte man auch nicht extra zahlen. Ist doch plausibel, oder? Mittlerweile hat sich aber auch herausgestellt, dass das Prinzip eher unlukrativ geworden ist. Die Billiglinien benutzen ja nicht die zentralen Flughäfen einer Stadt, sondern alte Militärflughäfen fernab von den großen Städten. Das bedeutet im Klartext für einen Passagier, dass er den weiten Weg zum Flughafen aufnehmen muss. Dieser Weg ist in der Regel viel weiter und teurer. Das muss man sich dann doch zweimal überlegen, ob man sich auf den Weg dorthin macht. Ich finde, da übertreiben Sie sehr. Wir fliegen auch von zentralen Flughäfen ab, aber wir fliegen eben auch von dezentralen Flughäfen ab. Wir fördern somit die Wirtschaft einiger Orte. Ist das nicht super? Machen das denn nicht auch die großen Airlines, Frau Wedel? Ja, sicher. Jeder Konzern schafft Arbeitsplätze und fördert die Wirtschaft einer Stadt. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Billigfluglinien nicht dasselbe tun. Keine Frage. Dann frage ich mich, wo der Unterschied ist. Warum gibt es den Streit zwischen den Billigfluglinien und den Linienfluggesellschaften? Ich glaube, das liegt am hohen Wettbewerb.
Große, renommierte Fluglinien können dem Wettbewerb nicht standhalten, und das ist es, was ihnen Kopfzerbrechen bereitet. Sie können nicht einfach dieselben Angebote machen wie wir. Außerdem bieten wir wirklich tolle Flugziele an und ändern unser Streckennetz je nach Bedarf. Dem kann ich nicht zustimmen, kann es aber auch nicht abstreiten. Ich bin für die Sicherheit in der Luft zuständig, und wenn diese nicht gewährleistet ist, dann müssen wir als Behörde eingreifen. Das haben wir bereits bei einigen Fluggesellschaften gemacht, die Sicherheitsvorkehrungen nicht gewährleisten konnten. Es gibt hierfür auch eine Liste der Fluggesellschaften, die weder in Deutschland landen noch unseren Luftraum betreten dürfen. Also im Grunde ist es egal, ob Sie mit der einen oder anderen Fluglinie fliegen. Es geht mehr darum, wie sehr man darauf vertraut, sicher zu fliegen und was man für einen Flug zahlen möchte. Nein, sicher nicht. Ja, das ist richtig. Die Sicherheit geht vor. Sonst würden die Dinger womöglich vom Himmel fallen und das wäre nicht sehr gut. Frau Wedel, Herr Krutschke, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie Ihre Meinung zum Thema geäußert haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Aktuell. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage Billigfluglinien oder Linienfluggesellschaften. Dazu haben wir zwei Gäste eingeladen. Frau Bettina Wedel, Leiterin der Deutschen Flugsicherung in Frankfurt, und den Vorsitzenden der Low-Cost-Airline-Schnellflug GmbH, Michael Krutschke. Die Bundesbürger sind ja Spitzenreiter beim Reisen. Und nach Angaben des Statistischen Bundesamtes fliegen immer mehr Passagiere mit Billigfluglinien. Frau Wedel, warum? Das liegt zum einen an dem starken Interesse der Bundesbürger am Reisen, aber auch an den hohen Kosten der großen Fluglinien. Und der Bürger möchte eben günstig fliegen, das ist doch klar. Richtig. Unser Motto ist, bring den Gast zum bestmöglichsten Preis an seinen gewünschten Ort. Wir würden auch nicht mehr Geld verlangen, nur um einen höheren Profit zu erzielen. Naja, ich möchte Ihr Vorhaben nicht schlecht machen, aber das Geld, das die Airlines ausgeben, wird ja in erster Linie für die Sicherheit ausgegeben und dies hat eben höchste Priorität. Ist das bei Ihnen gewährleistet? Wer hat denn gesagt, dass wir uns nicht für die Sicherheit einsetzen? Ich bitte Sie, das ist doch lächerlich. Wir haben die jüngste Flotte in Europa und fliegen ausschließlich mit den besten Flugzeugtypen. Warum sollten wir den Gästen keine Sicherheit bieten? Welche Airline tut das bitte? Frau Wedel, Sie sprechen da etwas an, wovon viele Menschen nichts wissen. Könnten Sie uns das etwas näher erklären? Die Airlines haben bestimmte Ausgaben, wie zum Beispiel Spritpreise, Flughafenmieten für Parkpositionen, Gehälter, aber es werden auch Summen an Gelder für die Sicherheiten ausgegeben. Die Maschinen werden täglich gewartet, damit die Passagiere sicher fliegen können. Das passiert bei Billigfluglinien nicht in demselben Maße. Unsere Airline besteht schon seit 7 Jahren und wir haben nie einen Vorfall gehabt. Geschweige denn einen Unfall mit Verletzten, ja sogar Toten, wie bei anderen Airlines. Warum gibt es dann diesen Streit zwischen den Airlines? Wir sind doch auf einem freien Markt. Ist das nicht fairer Wettbewerb? Laut Meldungen der Flugsicherheitskontrolle machen diese Fluglinien das wenige Nötigste, haben aber trotzdem laut Gesetz die Erlaubnis zu fliegen. Außerdem fließt bei solchen Fluglinien das Geld durch andere Ressourcen wieder herein. Wenn man zum Beispiel Übergepäck hat oder wenn man seine eigene Bordkarte nicht ausgedrückt hat, dann gibt es Preisaufschläge, die den gesamten Betrag in die Höhe steigen lassen. Dieses Geld fließt aber in die Kassen der Airlines, nicht in die Sicherheit.
Wenn Sie mit einer anderen Fluggesellschaft fliegen, haben Sie dieselben Abgaben am Flughafen. Für Übergepäck zahlt man einfach mehr. So ist das festgeschrieben. Eine Airline würde nie verlangen, Bordkarten auszudrucken, würde nie viel Geld für ein Übergepäck verlangen und drückt schon mal ein Auge zu, wenn der Koffer ein Kilo mehr wiegt. Warum machen Sie das Gegenteil? Das ist einfach. Je mehr Koffer ich habe, desto mehr Sprit verbraucht man in der Luft. Kerosin ist seit den Konflikten im Nahen Osten nicht mehr billig. Aber für Kosten, die man nicht verschuldet, sollte man auch nicht extra zahlen. Ist doch plausibel, oder? Mittlerweile hat sich aber auch herausgestellt, dass das Prinzip eher unlukrativ geworden ist. Die Billiglinien benutzen ja nicht die zentralen Flughäfen einer Stadt, sondern alte Militärflughäfen fernab von den großen Städten. Das bedeutet im Klartext für einen Passagier, dass er den weiten Weg zum Flughafen aufnehmen muss. Dieser Weg ist in der Regel viel weiter und teurer. Das muss man sich dann doch zweimal überlegen, ob man sich auf den Weg dorthin macht. Ich finde, da übertreiben Sie sehr. Wir fliegen auch von zentralen Flughäfen ab, aber wir fliegen eben auch von dezentralen Flughäfen ab. Wir fördern somit die Wirtschaft einiger Orte. Ist das nicht super? Machen das denn nicht auch die großen Airlines, Frau Wedel? Ja, sicher. Jeder Konzern schafft Arbeitsplätze und fördert die Wirtschaft einer Stadt. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Billigfluglinien nicht dasselbe tun. Keine Frage. Dann frage ich mich, wo der Unterschied ist. Warum gibt es den Streit zwischen den Billigfluglinien und den Linienfluggesellschaften? Ich glaube, das liegt am hohen Wettbewerb. Große, renommierte Fluglinien können dem Wettbewerb nicht standhalten und das ist es, was ihnen Kopfzerbrechen bereitet. Sie können nicht einfach dieselben Angebote machen wie wir. Außerdem bieten wir wirklich tolle Flugziele an und ändern unser Streckennetz je nach Bedarf. Dem kann ich nicht zustimmen, kann es aber auch nicht abstreiten. Ich bin für die Sicherheit in der Luft zuständig und wenn diese nicht gewährleistet ist, dann müssen wir als Behörde eingreifen. Das haben wir bereits bei einigen Fluggesellschaften gemacht, die Sicherheitsvorkehrungen nicht gewährleisten konnten. Es gibt hierfür auch eine Liste der Fluggesellschaften, die weder in Deutschland landen noch unseren Luftraum betreten dürfen. Also im Grunde ist es egal, ob Sie mit der einen oder anderen Fluglinie fliegen. Es geht mehr darum, wie sehr man darauf vertraut, sicher zu fliegen und was man für einen Flug zahlen möchte. Nein, sicher nicht. Ja, das ist richtig. Die Sicherheit geht vor. Sonst würden die Dinger womöglich vom Himmel fallen und das wäre nicht sehr gut. Frau Wedel, Herr Krutschke, ich bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie Ihre Meinung zum Thema geäußert haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Aktuell.